wir haben schon Gläser gefunden, also einen ganzen Schrank im Schlafzimmer, wo jedes Glas Kacke drin hatte, weil jemand das gesammelt hatte. Herzlich willkommen bei Schuld und Sühne und unserem Spiel Would You Rather. Mein Name ist Laura Rohlers. Und mein Name ist Paulina Kraser. Und wir haben, wie ihr sehen könnt, ausnahmsweise mal Besuch in unserem Wohnzimmer. Das ist Thomas, er ist Tatortreiniger. Hallo Thomas. Hallo. Wie lange machst du das denn schon? Also als Tatortreiniger arbeite ich jetzt seit 6, 7 Jahren. Wir haben auch mal einen Tatort gereinigt für eine Reportage. Was ist denn das hier jetzt? Blut und vielleicht auch ein bisschen Kot. Ich habe eine Frage, warum? Die Frage stelle ich mir manchmal auch noch. Ich interessiere mich für alte Möbel, für Antiquitäten. Und daraus ist das mal entstanden. Ich habe bei einer Party einen Polizisten kennengelernt oder habe mich mit dem unterhalten. Und er hat gesagt, mach doch Tatortreinigung, da kommst du an die Wohnung ran, da bist du einer der Ersten. Und dein Plan war also eigentlich, du kommst da hin und trägst nicht nur den Körper raus, sondern dann auch gleich die Möbel mit. Das war eigentlich die Idee. Das war die Idee, dass man sagt, ach naja, du machst da ein bisschen sauber. Wischst dort mal kurz feucht durch und dann hast du noch die Antiquität oder das alte Porzellan oder was auch immer und kannst das direkt noch mitnehmen. Das fällt aber jetzt weg, ne? Das oder? Fällt komplett weg. Du kannst die ja auch nicht einfach so mitnehmen, oder? Nee, kann ich nicht, aber man kauft ja mitunter Nachlässe dann komplett an, also dass wir den kompletten Nachlass übernehmen. Natürlich dort, wo jemand verstorben war und vielleicht auch ein paar Wochen oder Monate tot drin lag, das ist alles kontaminiert, das können wir eh nicht mehr verwenden. Bei uns geht es jetzt um Fragen, die sind moralisch und manchmal auch nicht ganz moralisch. Und die haben, unsere Redaktion hat die vorbereitet und wir kriegen die jetzt hier aufs Handy, also wir kennen sie auch nicht. Und ja, wir können die jetzt alle mal so zusammen beantworten. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Würdest du eher nicht mehr riechen und schmecken können oder den Geruchssinn eines Spürhundes haben wollen? Auf jeden Fall den Geruchssinn eines Spürhundes haben wollen. So wie der Fussel. Das ist mein kleiner Köterich. Und wenn der was riecht, dann wackelt die Nase auch immer so. Dann geht die erst so hoch und dann macht er immer dann damit. Nee, das würde ich süß finden bei mir auch. Und bei dir wahrscheinlich lieber nicht mehr riechen, oder? Doch, ich würde auch lieber mehr riechen wollen, weil wenn wir einen Tatort reinigen, dann brauche ich das, weil ich A, wissen will, ja, woran ist denn der gestorben? Vielleicht ist hier irgendwo auch in der Gasleitung ein Leck zum einen oder es ist ja auch, habe ich jetzt meine Arbeit so gut gemacht, dass es nicht mehr riecht. Mhm. Nächste Frage. Du gehst ja oft in Wohnungen rein und findest da wahrscheinlich auch Dinge, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, von anderen gefunden zu werden. Die Frage ist, was wäre dir am unangenehmsten, wenn ein Tatortreiniger oder eine Tatortreinigerin bei dir in der Wohnung aufkreuzen würde? Vielleicht meine Briefe vom Finanzamt, keine Ahnung. Was war denn das Seltsamste, was du mal in der Wohnung gefunden hast? Von jemandem, wo du gereinigt hast? Wir haben schon Gläser gefunden, also einen ganzen Schrank im Schlafzimmer, wo jedes Glas Kacke drin hatte, weil jemand das gesammelt hatte und hat das auch katalogisiert und hat die Frauen dabei fotografiert und gefilmt. Und, ach, das war nicht seine eigene, nee, das war von Frauen? Der hat das von Frauen und war da wirklich, also hatte eine beachtliche Sammlung. Also, und dann stand da quasi der Name da der Da stand Frau. Drauf, ich sag mal, Jutta, 17.03. Und dann hatte er auch ich sag mal, so eine Artikelnummer, dass er das auch in seinem Heft nachverfolgen konnte. Und oh Gott. Was liegt bei dir, was nicht gefunden Also ich glaube, bei mir wäre das Schlimmste mein Kühlschrank. Weil wenn man dieses Gemüse-Obstfach aufmacht, dann schreit es daraus so, holt uns hier raus. Die Kühlschränke, die nennen wir Anglerkühlschränke, weil da ja dann auch meistens Maten da sind, wenn die länger dann so sind. Deswegen sagen wir dazu Anglerkühlschränke. Würdest du eher damit leben, dass jede Person, die du kennst, deine Gedanken lesen kann oder deine Internet-Suchhistorie kennt? Auf jeden Fall meine Internet-Suchhistorie, ja, genau. Weil das ist ja eine abgespeckte Version von meinen Gedanken, die ich mal hatte. Deswegen, also ich möchte, dass niemand meine Gedanken kennt. Nee, das würde ich auch nicht wollen. Wie ist das bei dir? Ich denke, ich gehe auch auf Internet-Suchhistorie. Wenn mein Handy gefunden wird und irgendjemand auf den Fotoordner Tatortreinigung geht, der wird das bei der Polizei mit zitternden Händen abgeben, weil er einfach da geschockt ist. Würdest du uns zutrauen, dass wir das mal angucken dürfen, den Ordner? Tatortreinigung? Ja.
Ich denke, ich könnte euch 2, 3 Sachen mal zeigen, zumindest davon. Das können wir ja zum Ende der Folge mal machen. Ja. Ja. Okay. Würdest du eher 1 Jahr komplett alleine auf der Welt verbringen oder im Gefängnis sein, wo du halt andere Insassen und Insassinnen als soziale Kontakte haben kannst? Definitiv das Zweite. Mhm. Alleine zu sein, ein ganzes Jahr mit deinen eigenen Gedanken, ich glaube, das ist schwierig, das überhaupt auszuhalten. Und dort, ich meine, im Gefängnis, da sitzen ja jetzt nicht nur Leute, die furchtbar sind und mich jeden Tag irgendwie abmurksen wollen oder irgendwas. Da würde ich wahrscheinlich auch Menschen finden, mit denen ich mich unterhalten kann. Und aber du kannst nicht raus. Du bist dann 1 Jahr eingesperrt. Ja, aber das würde ich trotzdem eher vorziehen. Ja? Mhm. Du? Ich würde, glaube ich, lieber 1 Jahr alleine sein. Ja? Ja. Okay. Ich denke, Ruhe, keine Menschen und doch, das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich hätte ein bisschen Angst davor, was das in meiner Psyche auslöst dann. Aber wenn ich wüsste, ich überstehe das einigermaßen ohne emotionalen Zusammenbruch, dann wäre ich auf jeden Fall lieber alleine. Würdest du eher in deiner Traumwohnung wohnen, in der jemand gestorben ist, oder in einer anderen, die nicht so toll ist, wo niemand gestorben ist? Das kommt für mich voll darauf an, wie die Person gestorben ist. Wenn sie umgebracht wurde oder Suizid begangen hat, dann... Was hast du? Ach, das tut gleich weh, wenn du das so sagst. Die richtige Antwort wäre gewesen, es kommt darauf an, wer den Tatort sauber gemacht hat. Ach so, ja. Würdest du eher eine Gesellschaft wollen, in der viel mehr über den Tod geredet und aufgeklärt wird, oder eine, in der wir ewig leben können? Menschen sollen überhaupt nicht ewig leben. Dafür sind wir gar nicht gemacht. Das ist gar nicht gut für uns alle. Und es wäre viel besser für uns, wenn wir mehr über den Tod reden würden. Ja, und ich glaube, wenn man mehr darüber redet und aufklärt, dann kann man die Angst vielleicht nehmen. Wie siehst du das? Ich bin auch der Überzeugung, dass es besser ist, dass man, ich sag mal, dass das Leben endlich ist, dass es irgendwann aufhört. Wenn das unendlich ist, also wenn jeder so alt wäre oder nicht sterben würde, dann würde das Leben an Bedeutung verlieren. Also es ist ja jetzt schon, dass viele mit ihrem Leben eigentlich sehr pflegelhaft umgehen und das ist eigentlich traurig. Und andere, die würden vielleicht alles tun, um noch ein paar Jahre zu leben. Und deswegen glaube ich, das wäre noch schlimmer. Mhm. Von daher denke ich, lieber über den Tod mehr reden und aufklären. Kannst du uns jetzt noch die Fotos zeigen? Na klar. Das ist jetzt gerade eine Türöffnung gewesen. Oh, nee, nee. Nee, das kann ich mir nicht angucken. Boah, das ist ja richtig schlimm. Oh Gott, da habe ich jetzt Albträume mein Leben lang schon. Ehrlich? Ja. Ja. Also es ist so, dass das Bild, was ich euch jetzt gezeigt habe, eigentlich für mich eins der bewegendsten ist, ja. Weil ich den Typen vorher kennengelernt habe. Und das war eigentlich so, naja, trotz dass der so Trinker war und hatte bloß noch 2 Eckzähne, deswegen hieß der mit Spitznamen Raffi, war das eigentlich ein lieber Kerl. An den würde sich niemand im Leben erinnern, weil der einfach einsam gestorben ist. Ja. Der kriegt vom Sozialamt eine Bestattung und ich erwähne den halt im Buch, ich erwähne den in meinem Programm und dadurch bleibt Raffi halt in Erinnerung. Ja. Das ist so, also ein Mensch ist ja erst dann tot, wenn sich niemand mehr an ihn erinnert. Und das ist, finde ich, deswegen zeige ich ihn auch und schock damit auch so ein bisschen, weil man immer wieder so, vielleicht manchmal auch so ein bisschen, wenn man nach Hause kommt und die alte Frau im Flur, die steht wieder da und klotzt ihn so blöd an. Wir sind vielleicht der einzige soziale Kontakt, den die hat. Und dieses einfach, hallo, guten Tag, bleiben Sie schön gesund. Da muss ich ja nicht mal ein Gespräch führen, aber ich kann in dem Augenblick einfach mal so nett sein. Das tut uns allen gut. Mhm. Schön, dass es Menschen gibt wie dich, die den Job machen. Ja, danke. Wirklich. Danke. Und danke, dass du hier warst. Hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr noch spannende Fragen für uns habt, dann schickt die doch an unsere Redaktion und die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr kein Video von Schuld und Sühne mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und klickt die Glocke. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie Laura und ich dabei aussehen, wie wir einen Tatort reinigen, dann könnt ihr das hier bei Follow Me Reports machen.